Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Conan Exiles. So Leute, passt auf, wir bereiten jetzt mal vor. Ich werde die Treppe doch mit euch zusammenbauen. Und dann werden wir den Kartenraum das erste Mal benutzen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Das werden wir zusammen rausfinden. Des Weiteren möchte ich gern in die Nähe eines Dungeons, welches in den nächsten Folgen dann kommen wird, springen, porten, wie auch immer das bei diesem Kartenraum heißt. Und zwar das Warmaker Dungeon. Das haben wir ja schon mal probiert im Multiplayer, also im Singleplayer, aber zu viert waren wir da. Da war Taxigurke noch mit dabei. Und wir sind recht weit gekommen, aber haben dann festgestellt, es geht so lange. Wir haben, glaube ich, anderthalb Stunden da drin gebraucht. Mittlerweile weiß ich, was man da drin machen muss, wie der Weg ist und so. Und das wird in einem der nächsten Folgen kommen. Das Warmaker Dungeon. Da freue ich mich drauf. Das ist ziemlich hart, ziemlich bösartig und dauert schon eine Zeit. Es werden wahrscheinlich zwei Folgen. So, jetzt haben wir übelst rumgelabert, beziehungsweise ich, ihr ja wahrscheinlich weniger. Wir wollen ja eine Treppe da unten bauen. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ziegeltreppe. Sandstein. Ziegeltreppe. Wartet mal, wir gucken mal ganz kurz. Können wir denn hier noch was freischalten? Irgendwie so ein Meister oder so. Ah ja, hier, guckt mal. Treppenbauer Meister. Freischalten. Haben wir gemacht. Genau. Das ist alles DLC-Zeug. So, jetzt gucken wir noch mal rein. Und zwar Treppe. Leute. Was haben wir denn jetzt hier? Ziegeltreppen. Ah, schwarzes Eis. Haben wir ja eigentlich gefarmt, ne? Aber mit schwarzem Eis verstärkte Holztreppenecke. Das ist schon geil, ne? Sandstein verstärkte Steintreppe. Die stellen wir jetzt her. Und zwar brauchen wir da gehärtete Ziegel, geformtes Holz und Stahlverstärkung. Der übliche Scheiß, den haben wir ja hier drin. Gehärtete Ziegel, wartet. Oder haben wir gar nicht mehr so viele. Und geformtes Holz, hau das rein. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel müssen wir denn da bauen, dass das reicht. Ja, wir bauen erstmal eine Menge. Huch, kleiner Schluck auf. So, was wollten wir? Die verstärkte Steintreppe, ne? Genau. Stell mal. Ja doch, 33 wird schon hinhauen, ne? Bei der großen Fläche. Ich will das ja hier so schön wie möglich haben. Müssen wir bloß schauen. Naja, hier am besten wir setzen an der Seite an und bauen uns dann langsam nach drüben. Dann wird es heute doch eher wieder so eine Kruschelrunde, Leute. Ist auch nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Gehört ja irgendwie. Ah, oh, sieht geil aus. Doch, das hat was. So, ey, Kollege, geh mal weg. Haben wir jetzt hier unten schon? Nee. Jetzt hier doch. Zack, zack, zack. Soll ja auch schön aussehen, ne? Da müssen wir wahrscheinlich noch viel, viel mehr bauen. Jetzt brauchen wir gleich so eine Ecke. Mal, wie funktioniert denn das gleich nochmal mit den Ecken? Mist. Ich glaube, ich habe auch viel zu viel. Nee, doch, das könnte stimmen. Ich baue mal schnell so eine Ecke. Brauchen wir wahrscheinlich nochmal Baumaterial. Was brauchen wir denn da? Wartet, 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 Leute. Treppe. Und die verstärkte Steintreppenecke. Er hatte dort Ziegel. Da haben wir nicht mehr viele, ne? So ein Scheiß. Wir noch mal welche basteln. Also wir, ja doch, hier haben wir noch. Treppe, so. Herstellen. Mal gucken, wie die aussehen. Kleiner Moment. Merkt man gleich, ich habe lange nicht mehr so Ecken gebaut und überhaupt gebaut. Ah ja, alles klar. Alles klar, Leute. Verstehe, verstehe. Zack. Hat sich ja schon erledigt. Mal, ah ja, doch. Haben wir genau richtig gebaut. Wartet. Zack. Läuft. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch mehr von denen.
So, jetzt sind sie alle. Aber können auch welche bauen. Hoffentlich reicht's. Hoffentlich reicht's, Leute. Also das Baumaterial, die gehärteten Ziegel. Sieht gut aus. Halt so rum. Na komm. Was ist denn los? Snap dran. Und die letzte, Leute. Komm. Ja, hat genau gereicht. Finde ich geil. Komm, wieso snappt die hier nicht jetzt? Ja, geil. Coole Sache. Gefällt mir gut. Läuft denn die Aufnahme überhaupt? Ja, die läuft. Super, Leute. Super. Das gefällt mir gut so. Okay. Dann klatsche ich jetzt mal die Baumaterialien zurück in die Kisten. Die Tiere müssen wir ja auch noch benennen. Eieieiei. Das machen wir auch in einer der nächsten Folgen. Sorry für die alle, die neu auf meinem Kanal sind und Conan Exiles gucken. Ihr kriegt natürlich einen Tiernamen. Ja. Also schreibt immer fleißig in die Kommentare. Vielleicht kannst du auch ein Tier werden. In meinem Singleplayer-Modus. So. Dann haust du die wieder rüber. Das hier rein. Und das hier rein. Das Problem ist. Nochmal um das Thema anzunehmen, welche Mods ich benutze. Ich habe ja immer noch die Mod drin, dass ich 3 Begleiter mitnehmen kann. Und für dieses Dungeon muss ich das auch machen. Also anders geht's nicht. Ich komme da nicht alleine mit einem Reliquienhunter durch. Das funktioniert nicht. Wenn, dann müsste ich das mal zusammen wieder im mit meinen Freunden Gunter Meyer, Chutney und Fretchen machen. Aber wenn ich das doch mal allein probieren will, was ich ja gesagt habe, ich probiere das Dungeon erstmal allein, falls das, also mit Begleitern natürlich, falls das nicht funktioniert, dann nehme ich natürlich meine Kumpels mit, ne? So. Also, vorbereitet sind wir. Wir haben ein bisschen Heilung, könnte ein bisschen mehr sein, ne? Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht vorbereitet. Wartet mal, wir gucken mal, ob wir noch irgendwo Heilung haben. Ne, das kommt hier rüber und das hier rüber. Und das Schild, das kann ich auch mal rausnehmen. Ist hier noch Platz bei euch? Ja, zack, rüber. Heilung, Heilung, Heilung. Wo könnte denn sowas sein? Jetzt geht das mit meiner Ordnung los. Hier ist nichts, wa? Ja gut, wir haben eigentlich... Ja, guck mal, einen Kühlschrank. Auch nicht weiter. Dann nehmen wir mal noch das Fleisch mit. Das haben wir hier mit drauf. Das heilt ja auch. Hier haben wir noch. So, Suppe. Passt auf. Wir stellen uns einfach nochmal Aloe Suppen her. So, wo war das Rezept für die Suppe? Wie ging denn das gleich nochmal? Das geht nicht hier, das geht wahrscheinlich auf dem Feuer, wa? Nee. Nee, wie war denn das? Wie war denn das? Ich habe so lange keine Suppe mehr hergestellt, Leute. Ich bin echt gerade ein bisschen beknackt. Also, wir brauchen dafür Suppe. Wie steht man denn gleich nochmal Suppe her? Hier ist ja alles Pilzeintopf und so. Feurig scharfe Fleischsuppe. Aber gibt keine normale Suppe. Wo hab ich die Dinge immer gemacht? Bin ich blöde? Aber wir müssen mal ganz kurz... Kriegt man das nicht auch so raus, indem man hier bei Talente und dann hier oben Suppe eingibt? Suppe. Ja. Ne, Piratenküche. Nee. Wo hat man denn Suppe gemacht? Jetzt lacht ihr bestimmt alle zu Hause heimlich. Aber ich weiß echt nicht mehr, wo man... Muss doch hier gehen, oder? Es muss doch auf dem Herd gehen. Ich bin doch nicht bekloppt. Aber bin ich bekloppt? Wahrscheinlich. Find's nicht. Hier gibt's. Also hier ist definitiv keine Suppe. Aber machen wir mal hier Suppe. Das ist nur die feurig scharfe. Dann gucken wir doch nochmal hier rein. Irgendwo muss es doch gehen. Hier kann man nur das Fleisch garen. Dann kannst du ja nur vielleicht hier im Feuerschein-Kessel. Ist auch Quatsch. Oh nee. Der Beutel ist bekloppt. Der weiß nicht. Vielleicht kann ich es auch einfach so machen. Der weiß nicht mehr, wie man Suppe macht. Ich hab echt gerade einen Hänger im Kopf. Also.
komme nicht drauf klar. Könnte man denn sonst noch Trockner? Das ist doch nur auf dem Herd. Wo macht man denn sonst Suppe? Hm. Bin bekloppt. Ohne Scheiß. Naja, gut. Passt auf. Wir übertreiben es aber nicht. Wir nehmen den Typen hier mit. Follow. Und einen zweiten Reliquienhunter. Drei nehmen wir nicht mit. Drei finde ich übertrieben. Weil das ist dann so ein Gewusel, da kommt man auch gar nicht ran, ne? So. Wo ist denn meine... Wo ist denn meine... Reliquienhunter-Dame? Ach Mist, ich glaube, die haben wir in einer der Folgen... Irgendwo habe ich die stehen lassen. Naja, die wird schon irgendwann wieder nach Hause kommen, hoffe ich mal. Dann nehmen wir den Typen hier noch mit. Stimmt, wo ist meine Reliquienhunter-Dame? Okay, sieht ganz gut aus. Hallo? Ach, für die könnte ich ja auch mal die krasse Rüstung machen, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Aber es dauert mir jetzt zu lang. Wir gucken erstmal, ob wir überhaupt das auf der Reihe kriegen, den Kartenraum zu benutzen. Wie funktioniert denn das hier? Also die Zeichen hier oben drauf sind immer die gleichen. Ach so, guck mal. Und ich will ja mehr so hier rüber. Habe ich eigentlich nicht hin. Armband nicht eingestellt. Was ist da oben? Ich dachte, hä? Wo haben wir das hier noch nicht eingestellt oder was? Oder... Da, doch. Da will ich hin. Teleportieren. Huch, ne. Wie geht das? Ich drücke E. Ah ja, jetzt. Scotty, beam me up. Ja, und schnell weg hier aus der Verderbnis. Ja, dann sind wir ja auch schon genau hier ist das Warmaker Dungeon. Bin ich gut genug vorbereitet. Wir haben gar nicht viel Heilsuppen, Leute. Das ist eigentlich... Und ich hätte den Reliquienhandlern doch vorher die krassere Rüstung machen sollen. Weil da drin geht's echt ab, Leute. Also ohne Scheiß. Ja, passt auf. Wir machen das mal. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Oh. So, du Arschloch, kriegst auch auf die Fresse. Und hier wird schon krass auf mich geschossen. Sag mal, geht's dir zu gut oder was, du Kunde? Zack. Gibt's Porn die Fresse, Alter. Ja, liebe Rallyes, kommt mal hierher. Wir machen einen schönen Screenshot für die Zuschauer. Dreht euch um. Genau, so ist schön. So ist fein. Ja, das ist schön, das ist schön. Leute. So, okay, jetzt geht's ab. Ich zeige euch, also wir gucken mal rein. Wir werden wahrscheinlich nicht so weit kommen. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau... Es war ein bisschen schwierig, alles. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Ja, doch, es geht eigentlich, ne? In den Dungeon muss man auch immer hinter den Treppen gucken. Und es birgt einige Überraschungen für uns. Die werde ich euch dann auch noch erläutern, wenn es soweit ist. Was ist denn das hier? Alles nehmen. Alles nehmen. So. Wir können uns auch mal umziehen. Ihm ist nämlich recht warm hier drin. Und diese Rüstung, ihr seht, die hat Rüstungswert von 1008. Also die ist wesentlich krasser. Als diese komische zusammengestellte Hälfte Hyänenfell und was war es noch? Vanir, ne? Also hier geht es richtig ab. Und hier müssen wir auch immer richtig in die Ecken gucken. Das weiß ich noch. Da sind immer mal Kisten versteckt. Und der Typ da vorne ist wieder krass. Der sollte auch eigentlich legendäre Waffen haben. Und der macht natürlich Verderbnis mit jedem Schlag. Wow, wow, wow.
und macht immens Schaden, der Typ, ey. Oh, meine Rallyes, die sehen ja auch gar nicht mehr gut aus. Also ihr merkt, jetzt schon sind die Rallyes so angeschlagen. Die haben ja hier irgendwann mal rumgepatcht, ne? Also, seitdem sind die Rallyes nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Was auch okay ist, ne? So, ich nehme mal kurz einen Bogen. Huch, jetzt habe ich meinen Rallye getroffen. Und halt mich mal ein bisschen fern. Das Problem ist, da kommen noch einige von diesen Typen. Lasst mich mal wieder ran hier an den. Oh, der wehrt sich gerade nicht. Wenn er sich nicht wehrt, ist das eigentlich recht gut. Dann können meine Jungs drauf eintreffen, werden dabei noch geheilt. Und der Typ kriegt ordentlich einen Sack voll. Und ich muss nichts machen, außer zugucken und vielleicht mal einen Schluck Bier trinken. Ah. Weiß schmeckt. So, ist er jetzt fast mal down? Bald mal down? Okay, ich hau mal noch einen Pfeil rein. Vielleicht krieg ich ja dadurch die XP. Hab ich jetzt nicht gesehen. So. Ah, und der hat nämlich einen wichtigen Schlüssel. Schlüssel des Kriegsherrn. Der ist sehr, sehr wichtig. Alles nehmen. Was macht denn der schon wieder? Der macht hier wieder Alleingänge. Au. Okay, na macht mal. Macht mal, Jungs. Ich guck mal an der Ecke. Aber krass, dass die Rallyes jetzt, ja gut, die waren auch extrem, die waren extrem stark, ne? Also, muss man mal so sagen, da war man, hatte man ja fast einen Gottmodus mit denen. So. Du hast einen Schlüssel gefunden. So, welchen Schlüssel haben wir jetzt gefunden? Schlüssel des Kriegsherrn, Schlüssel des Kriegsherrn, Schlüssel des Kriegsherrn. Das ist super. Dreimal Schlüssel des Kriegsherrn. Dann geht's jetzt hier weiter. Jetzt müssen wir hier... Wartet mal, wir gucken mal, hier liegt eine Tafel. Tagebuch eines Abenteurers. Beschreibung. Ich weiß nicht, was ich hier gefunden habe. Diese Architektur ist mir nicht vertraut. Und doch spricht sie mit mir, lockt mich an. Ich will sie weiter erkunden. Ich habe hinter den anderen Türen Stimmen in einer fremden Zunge gehört und hege kein Interesse herauszufinden, von wem sie stammen. Diese Tür interessiert mich allerdings. Sie wird durch irgendeinen Mechanismus blockiert. Möglicherweise steht er mit diesen Statuen in Verbindung, die ich gefunden habe. Sie lagern überall herum, also habe ich sie mitgenommen. Ich werde versuchen, die Tür zu öffnen. So soll es sein. Diese Tür, ne? Kommen wir jetzt noch nicht rein. Dann, müssen wir mal checken. Okay. Rechts vom Eingang liegt diese Schriftrolle. Das merken wir uns soweit. Dann gehen wir jetzt vom Eingang links und machen hier alles. So, hier geht's schon los. Keule raus und drauf, immer feste drauf auf die Gerippetypen hier. Das geht. So, meine Rallyes könnten ruhig mal mitmachen, aber ich prüge mich hier auch so mal durch. Jo, läuft. Problem ist halt die Verderbnis. Könnte auch noch problematisch werden. Obwohl wir letztens im Multiplayer haben wir tatsächlich ein Trank, glaube ich, der Verderbnis heilt. Jetzt hier geht's ab, Leute. Wir versuchen erstmal die zwei Untertanen wegzunaschen. Okay, das funktioniert schon mal gut. Der Große zieht keine Aggro. Noch nicht. Okay. Los, Rallyes, haut rein. Und ich werde jetzt den Großen hier mal in den Reim drücken. Und ihr versucht den irgendwie zu knacken, Leute. Oh, da stellt der Rallye sich genau in den Pfeil. So, ich helfe mal kurz meinen Rallyes. Schön Lavendel versprühen. Ja, es sieht eigentlich recht gut aus. Ich helfe mal ein bisschen mit hier, wenn ich rankomme.
Aber meistens ist es ja so, dass man seine eigenen Rallyes verdrischt. Okay, ich habe die XP nicht bekommen wegen euch, ihr Arschlöcher. So, genau, diese Statuen brauchen wir und ein Mordlun, legendäre Waffe, oder? Ne, hochwertig. Gesundheitsschaden 56. Alles nehmen. Okay, Leute, jetzt müssen wir hier gucken. Hier sind überall Kisten, glaube ich. Überall. Wie geht's euch eigentlich, meine zwei? Ja, könnte besser sein, ne? Passt mal auf. Ich meine, ich finde es gut, dass sie das ein bisschen runtergepatcht haben, aber wenn man sich einmal dran gewöhnt hatte, wie stark die eigentlich sind, ist natürlich dann gewöhnungsbedürftig. So, hier liegt ein schönes Bett. Kurzer Moment, Leute. Steck mal alles weg. Steck mal die Fackel weg. Obwohl, dann sieht man ja auch nicht. Ich will mich mal kurz ausruhen. So, okay, Leute, kleiner Spaß. Los geht's. Er steht nicht mehr auf. Hier hinten sind noch Kisten. Alles plündern. Oh, was ist das? Graulotus. Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut. Also ich glaube zumindest, dass Graulotus gut ist. Genau, wissen tue ich es nicht. So, Leute. Ja, ja. Da haben wir die Sache doch schon mal erledigt. Jetzt gehen wir weiter zur nächsten, links. Oh, das sieht schon gigantisch aus, oder? Also jetzt sag doch mal ehrlich, diese Riesen... Was ist das? Sind das... Waren das Drachen? Sind das... Ja, hier, das sieht schon so ein bisschen aus wie ein Säbelzahntiger, Dinosaurier, wie heißen die? Triceratops oder so ähnlich. Krasser Scheiß. Gut gemacht, ey. Gut gemacht. Wir dürfen hier bloß nicht so lange drin rumeiern. Also da war der Eingang, ne? Sind wir uns immer noch einig? Wartet mal, die ist aber weit hinten. Ich glaube, wir machen zuerst... Ich glaube, wir machen zuerst die hier. Da geht's schon los. So. Du auch noch auf. Zack. Okay, Freunde. Hier ist eine Blutschale. Oh, da wird noch geschossen. Hey, du Penner. Was soll denn das? Kann man hier draus trinken? Schwache Verderbnis. Hm. Da müssen wir mal gucken. Okay, hier ist wieder so ein großer Typ drin. Naja, wie gehabt, ne? Kriegt auf den Sack. Oh, der kommt aber stürmisch an. Der kommt aber stürmisch an. Aua, 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 aua. Oh, der haut aber rein. Hauen wir kurz ein Fleisch rein. Ja, das ist eben das Problem, was ich meinte, wenn man zu viele Reliquienhand damit hat, dann trischt man eigentlich fast nur... Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz raus aus der Situation. Dann trischt man ja eigentlich fast nur seine eigenen. Jawohl. Okay, die XP habe ich bekommen. Sehr gut. Was hat er denn? Der Ketos Stimme. Legendär, 28er Schaden. Nehmen wir natürlich. Kann man die eigentlich abbauen? Ist da was drin? Oh, dicke Haut. Dämonenblut. Ja, Dämonenblut. Hätte ich das gewusst, hätten wir vorhin den Typen auch mit abgearbeitet. Aber egal. Kann man jetzt nicht ändern. So. Alles nehmen. Kleiner Moment hier. Wir hauen hier mal ganz kurz uns Lavendel um die Ohren. Damit wir ein bisschen hochheilen. So. Ich habe hier noch Bierchen in der Zeit, wo wir hochheilen. Trinke ich auch mal einen Heiltrank. Okay, Leute, kann weitergehen. Ist hier noch irgendwas? Nee, hier ist nichts. Was ist das hier? Klettern nicht möglich.
Oh, krass, Schlangenkopf, ein riesen Schlangenkopf. Also hier kommt man nicht hoch, sieht aber auch schweinegeil aus. Ach, das hier so dieser Bibliothekar soll das darstellen, ne? Irgendwie. Kann das sein? Die Kiste hat man, ne? Okay. Passt auf, Leute. Auf geht's. Weiter geht's. Wir bleiben im Strom. Oh. Oh. Ja, meine Freundin hat mich gerade erschreckt. Da kam da. Achso, wir müssen einfach hier raus. Hab mich fast verlaufen. Jumpscare in Conan Exiles. Auch nicht schlecht. Verursacht von der eigenen Frau. Da sind wir reinkommen. Da waren wir. Also Gang Nummer 3. Und dann bekommen wir auch Figur Nummer 3. Das sieht auch krass aus. Also das Design, das Level-Design und so, das ist einfach Wahnsinn, Leute. Das ist echt Hammer. Ich habe noch nie sowas... Oh. sowas Geiles gesehen in einem anderen Spiel. Oh, mein Rally, der ist ja fast tot. Ey, was ist denn da los? Du? Ey, warte mal, Alter. Mach hier keine Scheiße, du bist fast tot. Oh, nee. Ach, ich bin das, der dem so viel abzieht. Ey, Scheiße. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich bin das. Habt ihr es gesehen? Ich hab den geschlagen. Ja. Gut, geht eigentlich. So bezieht es gar nicht ab. Ah. Der hat aber auch nicht getroffen. Jetzt hab ich ihn. Ah, der lebt immer noch. Was ist denn das für ein Arsch? Guck mal, der hat eigentlich kein HP mehr. Zack. So. Was haben wir hier? Graulotes Samen. Nehmen wir mit. Sonst irgendwelche Kisten. Eine Billo-Kiste. Aber immerhin. Gucken wir mal hier oben. Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Ja, hier. Doch, doch, doch. Seht ihr? Müsst ihr ganz genau überall in den Ecken gucken, Leute. Das ist wichtig. Okay, sonst ist hier nichts. So. Okay, wie geht's euch? Wartet, bevor wir da reingehen. Oh, nee, da müssen wir nochmal. Da müssen wir nochmal, Leute. Lavendel. Geht natürlich richtig schnell, aber der hat ja gerade mal halbe HP gehabt, Leute. Müssen wir aufpassen. Nicht, dass wir ihn verlieren. Das wäre schade drum. Was sind das hier für Clownsschuhe? Reliquienjägerstiefel. Ah, Rüstungswert 6. Mhm. Wo hab ich die jetzt angezogen? Ich hoffe nicht. Huch. Leute. Nee, alles gut. Okay. Geht's dir jetzt besser, mein Freund? Ja, könnte noch ein bisschen, ja? Komm, ich hau dir noch einen rein und dann geht's los. Wo sind wir? 28? Ja. Wir machen das jetzt noch hier fertig und dann geht's weiter. Alles nehmen. Gut. Der Typ lässt sich gar nicht beirren. Der macht hier sein Ding. Was macht der hier so? Was machst du hier so? Schriftrollen durchsuchen. Boah, der haut auch ganz schön zu. Meine Fresse. Komm her, du. Hey, hey, hey. Nicht in der Ecke drängen hier. Na komm. Geh down, Junge. Jawohl. Huch. Ordentlich die Larve eingedroschen. So, was haben wir denn hier? Alles nehmen? Wir gucken mal ganz kurz. Vorher hauen wir uns natürlich einen Heilfall rein.
So, dann stellen wir uns mal hier hin und gucken mal, was das war. Der Turm des Mastodons. Info. Dieses Manuskript handelt von einem Turm aus lebenden Elefanten und einem Barbaren, der ohne ersichtlich Grund versucht, daran emporzuklettern. Nichts an dieser Geschichte fühlt sich richtig an, aber ihre Lektüre ist dennoch erstaunlich inspirierend. Während sie von einem anderen Autor verfasst worden hätte, sie richtig gut werden können. Okay, Humor ist drin. Mist, jetzt habe ich irgendwas erlernt und habe es nicht gesehen. Scheiße. Muss ich mir dann mal in der Aufnahme angucken, was das jetzt war. Achso, den Typen abbauen, der hat ja Dämonenblut. Und das nehmen wir einfach mit, ne? Dämonenblut kann man immer gebrauchen. So, irgendwelche Kisten, Freunde. Hier ist noch so ein Bett. Ah, und hier. Gold und Silber, Leute. Finde ich gut. Sonst ist hier nichts. Ja, auch nicht. Oder war ja was? Ne. Okay. Alles klar, dann machen wir doch dieses Dungeon heute schon in der Folge. Ist doch geil. Freut mich übelst. Ich dachte, wir brauchen ewig, um mit dem Kartenraum überhaupt klarzukommen. Wo der uns hin teleportiert, etc. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, ob das tatsächlich klappt hier vorne. Also wir haben jetzt drei so eine komischen... Wartet, ich zeig's euch mal. Diese Statuen des Archivars, Statue des Kriegsherrs, Statue des Priesterkönigs. Und die müssen wir jetzt hier einsetzen. Und zwar... Hier, nehme ich an. War der Archivar, ne? Der Kriegsherr war theoretisch hier. Du hast eine Falle ausgelöst. Oh, oh, oh. Ah, hier. Okay. Versteht? Die Statue passt auf den Sockel. Die Statue passt auf den Sockel. Wo war jetzt die Tür? Wartet mal, das Manuskript. Grüne, dann müsste das hier sein. Hier. Geht die jetzt auf? Ja, Leute. Passt auf, an der Stelle, hier sind nämlich Bodenfallen. Hier muss man aufpassen. Hier ist im Boden, ist ja ordentlich, sind hier überall Fallen. Oh. Der Rilli hat schon wieder nur halbe HP. Ich hau uns mal kurz einen Hi-Fi rein. Genau. Ich würde sagen, an dieser Stelle... Baue ich einen kleinen Cliffhanger ein. Das ist vernünftig, weil das würde jetzt noch zu lange gehen. Das würde den Rahmen, den Zeitrahmen der Folge einfach sprengen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinschaltet. Dann sind wir immer noch hier in dem Dungeon und versuchen da durchzukommen. Das wird noch richtig knallhart. Also das war jetzt eigentlich noch so Kikifax. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und... Abonniert meinen Kanal, wer es noch nicht getan hat, und drückt auf die Glocke, da verpasst ihr auch keine Folge von mir. Ja. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder. Zumindest in Conan Exiles. Bis dahin, ciao, ciao.